Hallo und herzlich willkommen bei Mari on Tour. Wir sind Marco und Renate und unsere beiden Hunde Anni und Sissi und wir nehmen euch mit auf unsere Reisen. Viel Spaß beim Zusehen. Hallo bei Mari on Tour. Hallo. Jetzt sind wir unterwegs in unserem Sommerurlaub 2024. Die ersten beiden Tage haben wir jetzt noch Freunde besucht, da haben wir noch nicht mitgefilmt, aber jetzt haben wir so richtig durchgestartet, sind heute auch schon 3 Stunden gefahren und sind jetzt in Hammelburg gelandet. Ein Stellplatz von Hammelburg, den verlinke ich unten in der Videobeschreibung und den schauen wir uns jetzt einmal an. Genau, den zeigen wir euch. Genau. So, jetzt zeigen wir euch den Platz mal. Der Platz hat insgesamt 35 Plätze für Wohnmobile. Laut Park4Night, ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Zum Teil hier ein bisschen gepflastert. Da vorne rum auf Schotter. Hinten dran gleich Wiese. Da sind wir vorher auch schon ein bisschen mit den Hunden spazieren gegangen. Überall Stromsäulen. Und jetzt gehen wir mal Richtung Entsorgungsstation. Da ist auch ein WC-Häuschen. Und der Kassenautomat. Kosten tut der Platz, also man hat 3 Möglichkeiten, wenn man nur über Tag stehen will, 4,50 Euro von 9 bis 17,59 Euro, also bis 18 Uhr. Wenn man über Nacht hier bleibt, von 18 Uhr bis 9 Uhr morgens 6 Euro oder für 24 Stunden einfach 10 Euro. Das werden wir wahrscheinlich nutzen, ja. 24 Stunden ein bisschen... Langschläfer sind, schaffen wir es wahrscheinlich nicht, dass wir bis 9 Uhr morgens weg sind. Da herum ist die Entsorgungsstation. Am Boden der Einlass fürs Grauwasser. Da für Kassettentoilette und man kann Frischwasser auffüllen. Mülleimer sind rundum ein bisschen verteilt. Da hinten wieder Wiese, da geht auch ein kleiner Fluss durch. Ich habe vorher was gelesen, wie hat das geheißen? Fränkische Saale, glaube ich. Also, ja, macht im ersten Moment jetzt einmal einen guten Eindruck. Jetzt werden wir noch ein bisschen in die Stadt marschieren. Mal schauen, wie es da ausschaut. Nur ein kurzer Weg in die Innenstadt, 2 Minuten. Warten Sie schon, der Marco und die 2, Sissi, Anni. Das ist anscheinend ein Schloss, Öffnungszeiten des Schlossgartens. Thank you.
kleines Fazit zu Hammelburg und dem Stellplatz da? Der Stellplatz an sich ist top, super zentral gelegen. Also da ist man tatsächlich in 2 Minuten in der Stadt. Ja. Da gibt es jede Menge kulinarische Köstlichkeiten, also Gaststätten, Imbiss, Pizza, alles Mögliche, ja. Alles was gut ist. Auch gibt es hier Museum, das Kloster, also einiges, was man tatsächlich auch noch nebenbei anschauen kann. Ich habe noch währenddessen, dass der Marco hat ja ein bisschen schon Video geschnitten jetzt, ich habe einen kleinen Geocache Adventure Lab gemacht, wo man natürlich auch ein paar besondere Sehenswürdigkeiten entdeckt, die wo man vielleicht nicht auf Anhieb findet. Also es ist für jeden was geboten. Ja. Stellplatz an sich top ist, dass ich tatsächlich so etappenweise bezahlen kann. Das heißt, wenn ich tatsächlich nur am Tag da bin und mir die Städtchen anschaue, dann kostet das 4,50. Ja. Bleibe ich tatsächlich nur über Nacht ab 18 Uhr bis 9 Uhr morgens, dann zahle ich 6 Euro. Und wenn ich länger bleibe, also die 24 Stunden ausnutzen möchte, dann kostet er 10 Euro. Ja. Das ist, finde ich, top. Das ist ja, für jeden eigentlich die passende Lösung. Weil wenn er nicht über Nacht bleibt und will sich das Städtchen im Vorbeifahren anschauen, dann ist das ideal, kostet genau. 4,50 Euro. Man kann super stehen, ja. Eben auch für lange Fahrzeuge, ja. Für groß, für klein, egal. Und kann man es eben einteilen, wie man es braucht. Genau. Top. Also wirklich zu empfehlen. Ja. Der Stellplatz sowie die Ortschaft selbst auch. Ja. Dann war es das für heute. Ja. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Tschüss. So, wir haben heute ganz viel Strecke gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer waren es? 440 Kilometer sind wir jetzt in der Lüneburger Heide und kurz vorm Stellplatz, den wo wir uns rausgesucht haben über Park for Night. Da schauen wir jetzt einmal, ob der was ist. Naturschutzgebiet. Ja, wir suchen uns da jetzt einmal ein Plätzchen und dann melden wir uns später wieder. Wir sind jetzt in der Lüneburger Heide spazieren, ein bisschen wandern. Da sind tolle Wanderwege. Da sind jetzt Bienenvölker. Super ruhig alles. Und nebenbei machen wir mir da noch eine Geocaching-Runde. Der Marco ist gerade auf der Suche bei der Bank. Super Wanderwege. Wir haben vorher auch schon Pferde gesehen, also Reiter mit Pferde, die wo direkt da eine Runde drehen.
Kutsche haben wir auch gesehen. Und da ist der Marco. Bist du fündig geworden? Nein. Nein! Dann schaue ich mal auf mein Handy. Das sagt noch 23 Meter. Falsche Bank wahrscheinlich die nächste. Da kommt nämlich eine Bank nach der nächsten für die Wanderer zum Ausruhen, Natur genießen. Ich sehe sie schon. Ja, wir gehen jetzt so unsere Runde weiter und dann sehen oder hören wir uns später wieder. Ich zeige euch jetzt einmal noch den Stellplatz hier, auf dem wir sind. Laut Park4Night haben hier 40 Wohnmobile Platz. Zwischendrin sind da normale Autoparkplätze. Der Stellplatz heißt oder befindet sich in Bispingen, mitten in der Lüneburger Heide. Da haben wir jetzt die Entsorgungsstation für Grauwasser, Kassettentoilette kann man hier entleeren. Auf der Rückseite ist nur der Einwurf fürs Frischwasser. Da steht jetzt 1 Euro für 10 Minuten. Seitlich dann eben der Anschluss fürs Frischwasser. Dann gehen wir mal nach vorne da. Da ist dann auch die Einfahrt, von der man reinkommt. Jetzt ist schon nach 18 Uhr. Da sind eigentlich nur 2 kleine oder eher ein reiner Souvenirladen. Und einer mit einem kleinen Imbiss. Gibt's Kaffeekuchen. Und da herum ist der Automat zum Bezahlen. Kostet für Wohnmobile für 24 Stunden 15 Euro. Und man sieht hier, mit den Parkgebühren unterstützen sie die Heidepflege. Also werden die anscheinend an den VNP-Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide weitergegeben, die Parkkosten. Finde ich schon gut. Da ist noch Infotafel. Bispingen Touristik steht auch dran. Schauen wir mal kurz. Kleiner Lageplan. Bisschen Werbung, Hoffest, Radtouren sind die ganzen, das glaube ich spiegelt ein bisschen jetzt. Also auf alle Fälle eine Karte mit Radtouren, Rund- und Fernwanderwege hier drüben. Also schon sehr gut gemacht. Wir waren ja am Nachmittag schon ein bisschen unterwegs. So, da ist unser Fahrzeug. Und wenn man da einfach weitergeht, ist man schon direkt bei den Wanderwegen, Radwegen. In der Heide. Ein bisschen blüht sie noch, aber wir sind wahrscheinlich 1-2 Wochen zu spät. Hilft nichts, der Urlaub war nicht früher. Da sieht man das Schild. Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.
So, wir haben jetzt noch Grauwasser entsorgt und Frischwasser wieder aufgetankt. Jetzt sind wir wieder startklar. Geht wieder weiter. Wir verlassen die Lüneburger Heide. Fazit, es war sehr, sehr schön. Ja. Also absolut zu empfehlen. Wenn man mal in der Nähe ist, der Stellplatz ist auch top. Grauwasser für so Entsorgung funktioniert, Frischwasser gibt es auch genügend. Für 1 Euro läuft es 10 Minuten, also da wird jeder Tank voll. Ja, jetzt habe ich noch schnell ein kleines Souvenir für die Omi zu Hause geholt im Shop. So. Und jetzt geht's weiter. Damit endet aber auch dieses Video. Ja. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Freuen uns natürlich über einen Daumen oder auch ein Abo, wer es noch nicht gemacht hat. Ja. Und dann sehen wir uns demnächst. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.